Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Wir machen gerade Duelle und wir müssen uns wieder eingewöhnen quasi. Wir haben richtig lange nicht mehr gespielt. Okay. Fertig? Ey! Gut, ich würde sagen, ja, jetzt machen wir mal mit der Quest weiter. Ne? Ich weiß nicht, was die Quest ist. Das sieht man doch rechts oben. Ja, aber ich weiß nicht, was wir machen. Machen wir die Out of Booty Experience Quest. Ganz genau. Okay. 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 Oh Gott, da ist jemand. Oh nein. Oh nein. Was sollen wir Ich weiß machen? nicht, was ich tun soll. Elfluada, Hashtag Darf ich schießen? 1340, Nee, noch einen nicht. neuen Der Jakob Körper ist zu noch finden. nicht da. Jake, Nein! was ist los mit dir? Na, na, Ey! Jake! Ich höre so eine Handgranate und plötzlich ist sein Arsch im Weg. Das tut mir jetzt auch furchtbar leid. Ah, stimmt, ja, genau, da kommen jetzt ja die Endbosse, bla bla bla. Wahrscheinlich kommen die wieder. Alter, wir haben so lange nicht mehr gespielt. Ich muss erst mal gucken, wo mein Phasenbock ist. Das heißt, für alle Zuschauer ist es dann eine Wiederholung und für uns ist es voll was Neues. So, wow. Wie eine Wiederholung. Ja, weil wir haben ja weiter vorne aufgehört. Und da war halt kein Save Point. Ich, oh krass, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Alzheimer. Na und? Da macht man keine Witze. So, Ah, hier sind so kackdreckige Wachen, das ist unglaublich. Ey, wir sind hier voll laut und die checken es einfach nicht. Ja, ich dachte auch grad. Es ist nicht zu übersehen, dass die. Ach, okay, hier ist es. Nein, ihr dürft uns nicht gesehen haben. Aufstocken müssen. Nehmt euch den davor! Ich hab übrigens rausgefunden, was der Unterschied zwischen diesen Aufzeichnungen hier gefunden hat. Welcher Unterschied? Beim einmal sagt er, über Ulan, bla bla bla, Bloodshots sind krass ausgerüstet, du musst mit den Crimson Raiders krasse Waffen bei mir kaufen. Beim andermal sagt er, für Bloodshots, die Crimson Raiders sind so krass ausgerüstet, ihr müsst Waffen bei mir kaufen. Boah, das ist knapp. Oh, ich bin gerade erschrocken. Okay. Alter, guck mal, wie weit mein Phasenlock geht. Krass, oder? Das ist so übertrieben, er ist einfach auf der anderen Seite des Raumes. Juhu, und da fliegt Leben und. Bei wem kommen die jetzt raus? Oh, 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 oh. Schau bitte unten. Wenn ich mal sagen will, das wird jetzt ziemlich wehtun. Na, no, ich finde meinen Sniper. Aufforderung gemeistert. Sache anstrengend zu machen. Oh shit, mein Schild ist unten. Lass mich los! Ja, was ist das für eine Scheiße? Ich muss nachladen. Ja, Sarah, was machst du für eine Scheiße? Ja, sorry. Jake, komm mal her. Jake. Die Grafik ist voll. Wenn ich mich richtig erinnere, wolltest du dafür eine andere Waffe benutzen. Damit du nicht für deine gute Waffe die Munition verschwendest.
Ach. Wollte ich das? hier sind Elektrowaffen. Sehr gut. Meins. Beste Lache. Oh Mann. Hast du was dagegen oder was? Hä? Ja. Wuchst du dich? Ja, oha. Ich finde es unangenehm, wie du lachst. Bitte hör auf. ich kann so nicht arbeiten. Jetzt hört auf damit. Oh Gott, das ganze Team ist so richtig. Ich lerne das jetzt wie echte Männer. Hey. Gut, weiter. Gott. Wo macht man eigentlich Granaten nochmal? G. Für Granate. Boah, das macht keinen Sinn. Oh. Eine Granate geworfen. Er ist ja schon tot. Das war ja langweilig. Die größere Wumme. Habt ihr gehört? Flup. Südelei, Südelei. Südelei, Südelei. Was? Ich hab. Alter, wie. Mein. Ey, Jake! Ist immer so geil. Ich hock mich in die Ecke und ziele und dann plötzlich sehe ich halt deinen fetten Arsch vor der Linse. Boah, du kannst dir doch nicht einfach fetten nennen. Was ist denn los bei dir? Ja, sorry, also nicht gerade dünnen Arsch, sondern gut gebauten, ein bisschen mehr als gut gebaut. Noch ein gut gebaut. Hör auf, mein Geschütz kaputt zu machen hier. Hat das mit viel Liebe gemacht. Ich hab genug von dir. Deine Fresse kann eine Portion Blei vertragen! Ja! Hier, gerade einer sieht ein Haus, das ist gesagt. Dafür wirst du bezahlen! Hallo sagen! Das wird jetzt ziemlich wehtun. Wo ist der Vogel? Und tschüss! Und tschüss! Oh. Ey, meine sagt manchmal so krasse Sachen. Wieder schnappt ach, alle zu. Sinn. Dein Tod steht bevor. Ich spüre. Käse. Was hat ihr denn für Schnitt? Wow. Hä, wo sind die? Ach, da oben. Links oben. Ja, und das ist auch. Der schießt auf mich! Wie assi. Na, so, Spielmaschine, yay. Spielmaschine? Tobi hier. Für dich. Hä? Wow! Ah. Schlechte Schilde! Obwohl, so schlecht sind sie eigentlich gar nicht. 444. Oh, oh, was ist. Oh, Tobi hier. Ja, auch. Sie sind halt schlechter als meins, aber. Tobi! Hier! Also, wenn irgendjemand von euch ein schlechteres Schild als 444 hat. Liebe, keine Ahnung. Ein Medikit. Es ist nicht zu übersehen. Nee. Jack. Freu nicht. Doch, nimm doch! Ich regeneriere Leben. Wenn ihr eine Chance gegen sie haben wollt, werdet ihr euer Arsenal aufstocken müssen. Ihr könntet eure Männer mit hochwertigen Waffen aus meinem Laden ausrüsten. Ja, okay. Crimson Raiders sind in 0,x tot. Tot. Die totale Totheit. Was? Aber eigentlich ist es ja schon, der ist ein gemeiner Geschäftsmann, weil er spielt diese zwei Kriegsparteien gegeneinander aus. Ja, das haben so Waffen. Böse Geschäftsmänner an sich. Ich wollte gerade sagen, das haben, der ist einfach schlau. Ja, für ihn schon, aber ist trotzdem gemein. Er ist einfach schlau. Sarah, würdest du es etwa genauso machen? Nein. Okay. Nein. nein, natürlich nicht. Ich doch nicht. Also, sieh mir in die Augen, dafür bin ich viel zu freundlich, zwinker, zwinker. Ich bin doch... Ja, du weißt schon, dieses schnelle Frauengezwinker, wo dann in den Filmen die Männer immer so sofort drauf anspringen. Ach so! Blink, 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 blink! Genau. Was meinst du? Aha! Warum sind wir eigentlich nicht hier gestartet? Das ist doch so ein Speicherding. Weil wir durch die Vordertür reingegangen sind. Da. Manu. Wir waren schon mittendrin. Bist du sicher? Ganz sicher? Ganz sicher?
Ah, hier sind wir ja ein paar Mal gestorben, ne? Oder einmal. Also ich nicht. Hier nicht. Doch. Also ich nicht. Du schon. Nee, da hast du sowas Fieses gesagt. So, ah, der kann ja auch mal sterben. Bleib, wo du bist. Nee, ich hab das gesagt. Du hast es gesagt. Ich hab das gesagt. Ist richtig. Ich hab das gesagt, ich hab was gesagt. Vorsicht, da ist Sprengding. Sprach er und rannte rein. Ja, ich wollte dich schützen. Ich bin doch schon zurückgesprungen. Okay. Ich hab gewartet, bis er stehen bleibt, weißt du? Nee, weiß ich nicht. Also jetzt weiß ich. Anscheinend. Wie kniet man sich hinten? C. Ah, wie C. Ja, jetzt hab ich's auch raus. Mann. Ach, das sind deine Schüsse, Alter. Ich kriege aber übel Panik, wenn ich sehe, dass so direkt vor mir so ein orangener Schuss einschlägt. Wo denn? Vor meinen Füßen. Tornado! So genau hier. Boah. Der hat mich mitten im Sprung angeschossen. Wo geht's denn hier lang? Hier bei hier uns. Hier geht's nach oben. Ja, aber bei mir. Oh, was soll ich das wissen? Ja, sorry hier. Was stöhnt er jetzt so rum? Du wirst so gut aussehen wie... Ha. Ich mag diese Schrotflinte. Aber das ist so ätzend, wenn das Lachen so klingt, als wäre es genau neben dir. Ja. Der ist einfach 10.000 Jahre entfernt. Oh. Mm. Oh, er ist genau. Hi. Was ist passiert, Leute? Okay, hör auf. Ja, das ist richtig. Warte, wo sind die? Wo sind die? Da sind die. Da ist er nicht mehr. Wo sind die? Wo sind die? Er ist da. Da. Ich hab genug von dir. Ah, da kommt ein Raketenwerfer. Mit Mensch. Okay, ich bin dankbar. Ja. Genau der. Ja, hab ich gemerkt. Aua. Aua. Oh ja! Ich hol mir mal schnell das Medikit von unten. Ich kann mich irgendwie wegen Wehren nehmen. Ich kann mich festgehen. Ja! Wow! Ja, so jetzt stirbt er. Oder? Ja. Da ist er. Ja, hier ist ein Kopf. Ja, gut. Toll. Alter, der. Hör auf hier rumzuschreien, du brennst nur. Man müsste mal so diese ganzen kranken Sprüche, die wir sagen, zusammenschneiden. So out of context. Das ist ganz schön krass. Ja. Na, ich hab mindestens 40% von diesen Sprüchen. Ja. Und Sarah und ich, die anderen 40. Was? Jeder von uns hat 40. Yay! Oh mein Gott, ich habe gerade die schlechteste Waffe der Welt aufgenommen. Warum? Weil sie schlecht ist und du gedacht hast, du kannst sie für wenig Geld verkaufen. Jakob, der Kopf ist übrigens ja. Skin, ne? Ich weiß, das habe ich auch gesehen, aber da stand dann bereits freigeschaltet, deswegen. Achso, ja. Okay. Rowlands Raiders reißen uns in Stücke. Ihre Waffen sind verdammt nochmal zu gut. Aber ich habe die Lösung für dieses Problem. Wir kaufen einfach frei. Hört auf, ständig zu sterben. Und hört auf, vorzuschlagen, dass wir Waffen von diesem Penner Marcus kaufen. Er lebt in Sanctuary. Also ist er genauso ein hinterhältiges, selbstgefälliges Arschloch wie Roland und seine Raiders. Genau, bei den Zaun, den haben wir abgeschaltet und da drin haben wir dann aufgehört. Nice. Ja. Boah, ich weiß halt nichts mehr. Ja, das war das, wo der Jake die Abmod gemacht hat. Ah!
Meine Skandalüben übertrieben schnelle. Mach's dir nicht unnötig schwer. Ah! Wow! Wow! Ah, ja, der springt war runter und dann wird's wieder hochgehoben. Ah! Was hat deiner gerade gesagt? Also meiner hat gerade bei mir gelacht. Und zwar richtig schlecht so. Ja, tot. Tobi, klau mir die nicht immer. Ich hab den gerade nicht gekillt. Ja, du machst doch immer Headshots bei denen, die ich mir so schön zurechtlege, um sie zu töten. Sonst sagst du immer so, ja, wenn du das machst, dann alle töten. Ja, ich weiß. Ich auch. Aber ja. Zu Hilfe, er hat einen Shotgun. Er hat eine Shotgun. Niemand mehr. Die haben solche Angst vor mir, weil ich so der krasse Shotgun-Killer der Shotgun-Killer bin. Jetzt wisst ihr Bescheid. Oh, hier ist ein, warte, Raketenwerfer, der weniger Schaden macht als meine. Dann macht er auch automatisch weniger Schaden als meine. Ach, macht deine etwa mehr Schaden als meine? Ja, 1433. Okay. Hier geht's weiter. Sehr gut, Tobi, sehr gut. So, jetzt gehen wir nochmal links. Und da machen wir dann den Stromzaun aus. Ja, wir und wissen. Da kommen wir zu der geilen Truhe. Wissen wir, das haben wir schon dreimal gemacht ungefähr. Ja, ich sag nur. Du kannst immer noch wegkommen. Ja, aber das ist schon ganz lang her. So. Ja, Granate. Was machen wir da oben jetzt? Ich verstehe das nicht. Was macht die Granate? Was ist das für eine Granate? Was ist das? Zeit zu sterben. Was ist das für eine Granate? Was für eine Granate? Die ganze Zeit so rumgehüpft ist. Warte, ich werf mal die. Die explodiert. Oh, okay, die ist explodiert. Fang endlich an zu brennen. Okay, dann ist es eine geile Granate. So. Der Zaun ist zu. Aus. Und ich finde gerade irgendwie total viele neue krasse Granatenmods. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Nee, Moment, oder? Stopp. Das ist doch gut. Ist das gut? Ja. Ist doch gut. 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 Krasses Pferd. So. Ja, genau. Und aufnehmen und abnehmen und wieder aufnehmen. Ist ja gut. Nee, ich bin müde. Ich krieg schon wieder Kopfschmerzen von dem Headset. Oh man, so scheiße, ja. Ja, ich bin zuerst da, Sarah. Ich bin zuerst da. Ich bin. Ich bin daneben gewesen. Ich hab sie aufgewacht. Oh, keine Waffen. Oh. Nahkampfschaden, nee, brauche ich nicht, aber kann ich verkaufen. Oh, das ist meins. Hey, cool, da ist für jeden von uns was dabei. Ja, aber nur so Mod-Ding. Nein. Schrotflinte! Psycho-Kommando 17, Schockschaden, Resistenz, Elektroschaden 19%. Schlaggewitter-Skill, was ist das? Das ist das. Es hat die Frage zwar nicht beantwortet, aber es war bestimmt richtig. Was zum Heck? Ja, er hat gefragt. Das ist gut bei, wenn wir wieder gegen diese Roboter kämpfen. Diese fliegenden. Ach so. Bzzzt. Ne? Bzzzt. Ja, weil. Also ist allgemein gut eigentlich. Weil dann geht mein Schild nicht so schnell runter, wenn wir gegen Leute mit Schockwaffen kämpfen. Ganz genau. Ich glaube, ich muss, auch wenn diese Schrotflinte extrem gut ist. Ah, okay, vergesst es. Ah, eventuell muss ich es auf trotzdem ab und an, ab und ab. Hey, warst du gerade auf mir?
Was? Hey, warst du gerade auf mir? Hey, warst du gerade auf mir? So. Es ist so schade, dass du mich sehen kannst, wenn vor dir so ein holographisches Ding ist, weil dein Charakter hat gerade, als ich über ihn drüber gesprungen bin, so ein Fragezeichen gehabt. Ja, ja. So, what the? So. Dann wollen wir mal weitergehen. Ein. Ah, da links. Da. Ei. Vielleicht lass ich dich doch. Verdammt. Gib mir deine verdammte Beute. Ich gehe mal jetzt in die Ecke. Ich bin beleidigt. So, weil du mal nicht den ersten Schuss machen durftest? Nee, einfach so. Mhm. Hey. Alter, wo bist du? Da. Vorne. Ja, ich mach mich unsichtbar. Machst du? Ich bin bei dir. Danke, Sonne. Ich mach schon, ich mach schon, ich mach schon. Ich steck das weg. Kaboom, baby. Ah, die Granate ist so geil. Explosion. So, wo ist noch einer? Ah. Scheißdreck. So. Oh Mann, ich hab... Was ist das? Geschütz wird in Stellung gebracht. Achso. Ah. Hey, mir ist aufgefallen. Ah, wieso, nein. Nicht schon wieder. Dass meine Waren nicht tödlich sind. Egal, nicht schon wieder das. In diesem Sinne, bitte akzeptiert diese Gratiskiste mit Waffen von Marcus Munitions. Wenn euch die Waren gefallen, können wir vielleicht einen Deal aushandeln. Benutzt du erstmal Marcus Waffen, kaufst du nie mehr bei anderen Affen. Oh, sogar mit Reim. Wie aufmerksam. Was ist da? Was ist da? Ich will sehen. Eine Schrotflinte. Leider schlechte Schrotflinte und eine. Ja, aber das ist Geld. Alles ist Geld. Das Geld. Geld. Es geht nur ums Geld. Aber bei mir beschweren. Wenn ich sage, ich würde Waffen an beide verkaufen. Was ich nie tun würde. Natürlich. Du würdest sie verkaufen und dann den Feind töten. Dann hast du die Waffe und das Geld. Verrat halt dann noch alles. Psst. Wir sind hier, gerade in dem Gebiet, wo ich meine Waffen verticken will. Wir sind gerade auf Frieden. Wir sind auf Friedensmission. Und wir verbreiten den Frieden unter Menschen. Und Mond. Ist das Friedensmission? Natürlich. Wir werden alle den Frieden bringen. Den Frieden. Des Todes. Den ewigen Frieden. Ich bin da mal. Sterben! Schütz! Ich hab grad auf dein Geschütz geschossen. Ach, das hält es aus. Ja, ja, aber es war so. Oh, warte mal. Es wird zwar wahrscheinlich jetzt schwer gekränkt sein, weil du es abgeschossen hast, aber. Es tut mir so leid. Frank Steak! Frank Steak! Das ist ja Wahnsinn! Die Waffen, die wir von Marcus bekommen haben! Da ist eine Schrotflinte dabei, die Feuer schießt! Gottverdammtes Feuer! Ich hab mein Essen und meine Freundin damit gegrillt! Marcus ist ein Gott! Ich und die Jungs haben eine Idee! Eine super Idee! Wir bauen ihm einen Schrein! Einen großen Schrein! Schönen Schrein! Und er versorgt uns weiter mit Waffen! Mehr aber Waffen! Mehr Waffen! Mehr Waffen! Da waren wir doch schon. Ich mach mal die ganzen Tore auf, oder? Ja. Ja, hier haben wir Roland befreit. Ja. Das Problem ist. Hier ist ein Toilette. Und da ist. Oh Gott, der Druck, ich muss ganz dringend. Nein. Wie kann das nur sein?
Also Tobi, du darfst gerne einmal in die Toilette greifen, da ist Sniper-Munition drin. Ich glaube, ich hab noch genug. So, hier ist wieder eine Bazooka. Panzerfaust, sogar zwei. Ich schicke mir Munition in eine Toilette. Was haben die? Die machen mir Schaden. Stecken die da drin die Munition? Jack, wie viel macht deine? Meine was? Deine Panzerfaust. Meinst du hier den Raketenwerfer? Ja. 1433. Dann gebe ich dir mal meine. Die habe ich gerade gefunden. Die macht fast 600 mal 3. Wie viel ist das? Nein, 600 mal 3 will ich nicht. Na gut. Weil das streut wie Schrotflinten und damit kannst du nicht mehr zielen, weil das dann random in irgendwelche Richtungen schießt. Und halt 3 Raketen auf einmal. Das ist lustig, man schießt 3 Raketen auf einmal und das Magazin, da sind 4 drin, also 4 Raketen. Also voll nutzlos. Gut, dann machen wir, wo müssen wir denn hin? Ach, wir müssen nach Hause. Nee, Schmarrn. Wir müssen wieder den ganzen Scheißweg machen. Wieso hatten wir... ich bin in Rolands Zelle. Wieso hatten wir die Nebenquest nicht, als wir das den Hauptquest gemacht haben? Lage. Deswegen ist doch viel zu langweilig. Ja, das ist... Müsstest du noch nicht mehrmals an jeden Ort. Ja, da leveln wir auf. Huhu, hallo, hallo. Yay. Hallo. Hallo. Komm her. Ziemlich wehtun. Engage. Alter, so kann ich nicht zielen. So die ganze Zeit Explosion. So, shake it, ups, shake it. Sorry. Entschuldigung, akzeptiert. War keine Absicht. Ja, bisschen. Was ist das? Wie alle da rumstehen. Yeah. Ja, okay, gehen wir. Tschüss. Reise beginnt in 2 Sekunden. Bitte ansteigen. Bitte einsteigen oder ansteigen? Hyperion. Das war so eine Mischung aus beiden. Sind jetzt wieder Roboter hier oder nicht? Oh, bitte wenn, nicht. Dann könnte ich direkt meinen neuen Klassenmod ausprobieren. Ah, das ist ja klasse. Oh, diese Wortspiele heute. So, Pistolen, Genauigkeit brauche ich nicht. Na, komm schon, brauche ich nicht. Das da brauche ich auch nicht. Da ist ein Assassin-Mod für bei Z. Was macht der? Sachen. Pistolenfeuerrate, Pistolenmagazingröße, Schildladegeschwindigkeit brauchst du also eigentlich nicht, weil du Sniper bist. Nee, brauchst du nicht. Ich kann alles verkaufen. Und hier ist ein Schildkapazität. Der totale dieser Schild ist allem schlechter, außer im... außer in der... Ne? Ja, wir verstehen. Tobi, hast du eigentlich einen Blick auf die Uhr? Ja, die Uhr sagt so ungefähr halbe Stunde. Ich wollte gerade sagen. Genau. Okay, 9 Schildkapazität mehr. Nee, ist nicht. Okay, dann ciao. Dann machen wir die ab und dann, bevor es anfängt. Ich hab doch gesagt, die Uhr macht, sagt Tschüss. Hast du? Hab ich. Hast du? Hab ich. Krass, hast Vorsicht. Du? Leute, hast du aber jetzt Abbot gerade gemacht oder nicht? Ich weiß nicht. Okay, bevor es losgeht, ciao.